Fellner. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig. Unparteiisch. Und wirklich kritisch. Fellner. Live. Renate Anderl, die Präsidentin der Arbeiterkammer zur 6. Urlaubswoche. Ja, willkommen bei Fellner Live. Heute zum ersten Mal bei uns zu Gast. Freut mich ganz besonders die neue Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl. Grüß Gott. Schönen Abend. Freut mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind, Frau Anderl. Es sind turbulente Zeiten, gerade wenn man Arbeiterkammerpräsidentin ist. Die Regierung gibt Ihnen, muss man sagen, eine Steilvorlage nach der anderen. Ganz aktuell, gerade am Dienstag aufgekommen, der Streit um die 5. Urlaubswoche. Die Wirtschaftskammer Österreich hat die 5. Urlaubswoche als ein Beispiel gegenüber der EU genannt auf einer längeren Liste, wo Österreich sozusagen EU-Richtlinien übererfüllt. Ja. Jetzt gab es, sage ich mal, sehr aufgeregte Reaktionen dazu von der Arbeitnehmerseite, vom ÖGB, auch von der Arbeiterkammer, auch von der Opposition. Die 5. Urlaubswoche würde abgeschafft werden von der Regierung. Die Regierung, muss man sagen, dementiert das. Was ist denn jetzt der Fall? Wird die 5. Urlaubswoche abgeschafft? Müssen wir uns Sorgen machen? Ich glaube, erstens müssten wir das die Bundesregierung fragen. Aber ich denke, dass es eine Golden-Plating-Liste gibt anscheinend, das hat das Profil ja am Wochenende gezeigt, dass unter anderem dort drinnen steht, dass halt Österreich eine Woche mehr hat als EU-Standard vorgibt. Und jetzt gibt es halt die Diskussion an, ob man es überhaupt zurückschrauben könnte. Ich denke, dass die Bundesregierung das den Beschäftigten sicher nicht antut. Das kann ich mir nicht vorstellen, denn dann kann man ehrlich sagen, wenn das so sein sollte, ich sage das wirklich sehr bewusst so, dann wäre sicher Feuer am Dach. Wenn das so sein sollte, also wenn Sie sagen, es wäre Feuer am Dach, was wird dann passieren? Also was könnten Sie sich dann vorstellen? Gibt es dann einen Streik? Gibt es eine Klage? Wie könnte man dagegen vorgehen? Ich muss ehrlich sagen, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Es sind jetzt so viele Maßnahmen getroffen worden seitens der Bundesregierung, wo man schon festhalten kann, dass diese Maßnahmen überwiegend, kann man sagen, für die Unternehmerseite gemacht worden sind in ganz vielen Bereichen. Egal, ob es das Kumulationsprinzip sind, ob es jetzt die Diskussion über die Arbeitszeit ist, die einseitig das Gesetz nur für die Unternehmerseite gemacht wurde, wo es hier Verbesserungen für die Unternehmenseite bedeutet, wo die Beschäftigten in Wirklichkeit die Nachteile haben, wenn plötzlich der Arbeitgeber sagt, ich brauche sie nächste Woche für 12 Stunden. Auch wenn es nicht generelle 12 Stunden sind, sind es einfach Nachteile, die wir derzeit in Österreich haben. Und es wäre, glaube ich, sehr fatal für die Bundesregierung, wenn sie jetzt den nächsten Punkt angreifen würde, indem sie die 5. Urlaubswoche angreift, wo wir ein Gesetz haben in Wirklichkeit, wo sogar eine 6. Urlaubswoche drinsteht. Ich wollte gerade sagen, Sie gehen ja ein bisschen in die andere Richtung. Sie sind ja der Meinung, 5 Urlaubswochen sind zu wenig. Es sollte den Österreicherinnen und österreichischen Arbeitnehmern stehen eigentlich 6 Urlaubswochen zu. Reichen diese 5 Wochen nicht? Ich meine, derzeit haben viele Österreicher ohnehin das Problem, dass sie ihren Urlaub nicht einmal aufbrauchen können unterm Jahr. Vielleicht kann man hier an dieser Stelle auch gleich so ein gängiges Missverständnis aufklären. Ich fordere nicht die 6. Urlaubswoche. Die 6. Urlaubswoche gibt es seit 1984. Damals wurde erstmals schon darüber diskutiert. Das heißt, seit mehr als 30 Jahren haben wir eine 6. Urlaubswoche. Dazumals war es eher gängig, dass Beschäftigte als Lehrlinge einen Betrieb begonnen haben und wahrscheinlich sehr viele auch dort in Pension gegangen sind. Das heißt, nach 25 Arbeitsjahren den Anspruch hatten, eine 6. Urlaubswoche zu bekommen. Das heißt, nach 25 Arbeitsjahren hat man ein gewisses Alter auch schon. Das heißt, dann war es auch angebracht. Die Wirtschaft sagt auf unserer Seite, dass die Arbeitnehmer flexibler sein sollen. Sie sind es auch. Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind flexibel unterwegs. Sie wechseln die Arbeitsplätze. Einerseits aus Gründen, weil sie sich weiter qualifizieren, besser qualifizieren, weil sie sich neue Chancen erwarten, werden dafür bestraft, indem sie nicht mehr diesen Anspruch bekommen zur 6. Urlaubswoche. Andere Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen verlieren ihren Job, weil die Firma zusperrt, weil Personal abgebaut wird. Und auch die werden dann bestraft, weil sie schlussendlich nicht zur 6. Urlaubswoche kommen. Und lassen Sie mich vielleicht noch kurz anmerken, überwiegend sind Frauen davon betroffen, die entweder kurz nach der Babypause wieder Job wechseln oder aber auch merken, dass die Zeit, die sie für ihr Kind verbringen, nämlich die Elternkarenzzeit, die sehr häufig von Frauen ja mehr konsumiert wird als von Vätern, auch nicht dazu beiträgt, dann die 6. Urlaubswoche schneller zu bekommen. Im Gegenteil, auch das ist ein Hindernis für diese
sechste Urlaubswoche. Soll diese Regelung zur sechsten Urlaubswoche so bleiben, wie sie ist, eben sprich erst nach 25 Arbeitsjahren dann zugestanden werden? Oder können Sie sich vorstellen, dass das vielleicht sogar schon zu einem früheren Zeitpunkt als Arbeitnehmer man diesen Anspruch erhielt? Ich glaube, es gibt viele Varianten, wie man zur sechsten Urlaubswoche kommen kann. So wie es jetzt ist, ist es unverständlich, dass es so bleiben kann. Wir sind im 21. Jahrhundert und dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer flexibel unterwegs sind, zeigt uns ja auch, es gibt viele Betriebe, die sozusagen Betriebssperre haben im Sommer, indem sie zusperren. Hier sind die Beschäftigten sehr flexibel, indem sie das akzeptieren und sagen, dann verbrauche ich in der Zeit meinen Urlaub. Das ist an und für sich da gibt es dafür keine gesetzliche Grundlage. Das heißt, die Beschäftigten gehen schon auf die Unternehmensseite ein. Was ich möchte, ist einen leichteren Zugang zu der sechsten Urlaubswoche. Da gibt es viele Beispiele. Ich denke, alle öffentlichen Flughäfen haben jetzt einen leichteren Zugang zur sechsten Urlaubswoche für ihre Beschäftigte. Erst unlängst die Firma Hornbach, die von sich aus selbst gesagt hat, sie sorgt dafür, dass alle Beschäftigten, nachdem sie ein Jahr beschäftigt sind. Genau, ich wollte sagen, Hornbach hat das ja für, ich glaube, ein Jahr muss man im Unternehmen sein, aber dann hat jeder diese sechste Urlaubswoche als Anspruch. Ja. Wäre das ein Modell, wo Sie sagen, das sollte man auf ganz Österreich ausrollen? Das wäre mein Lieblingsmodell, muss ich sagen. Aber man kann sich auch andere Modelle ausdenken, indem man sagt, schauen wir einfach nach 2-3 Jahren, dass man 2 Tage bekommt, 3 Tage, also langsam zur sechsten Urlaubswoche führt. Also eine Stufenregelung quasi, die dann dorthin. Wenn wir jetzt so bleiben, dass man 25 Jahre Beschäftigung braucht und davon 20 Jahre einen Betrieb oder weil als Beschäftigtenzeiten gelten ja nur 5 Jahre als Vordienstzeiten, dann wird es wahrscheinlich kaum jemand mehr geben, der den Anspruch hat. Es gibt auch dann noch Schulzeiten, die außerhalb der Schulpflicht sind und Studienzeiten, die angerechnet werden. Aber ich brauche trotzdem mindestens 12, 13 Jahre in einem Betrieb und dann muss ich Studien- und Schulzeiten nachweisen. Mhm. Aber die Beschäftigten, die als Lehre wo beginnen, die kommen dann gar nicht mehr dorthin, weil ich glaube, es wird immer weniger Menschen geben, die so lange in einem Betrieb sind. Mhm. Sehen Sie mit dieser Regierung eine Möglichkeit, diesen Wunsch von Ihnen und der Arbeiterkammer auch umzusetzen? Wir werden darüber reden. Also ich werde dranbleiben an dieser sechsten Urlaubswoche. Sie war ja schon einmal in der Diskussion vor einem Jahr, mehr als einem Jahr, wo es um die Arbeitszeit, ums Arbeitszeitgesetz ging. Da war ja ein Bestandteil auch einen leichteren Zugang zur sechsten Urlaubswoche. Dazu kam es ja damals nicht. Und ich denke, dass jetzt an der Zeit ist, dass wir weiter dranbleiben. Ich habe jetzt ganz viele E-Mails auch erhalten. Ich habe unlängst ein Beispiel gehabt bei meinem Friseur im 10. Wiener Gemeindebezirk, wo eine Friseurin 27 Jahre schon beschäftigt ist, dort auch gelernt hat. Aber sie hat sich halt erlaubt, 2 Kinder zu kriegen. Das bedeutet, sie muss mindestens noch 1,5 Jahre warten, um diesen Anspruch zu bekommen. Und ich sage es auch noch einmal, viele wechseln dazwischen einmal den Job. Wenn ich das mache, brauche ich wieder 20 Jahre, um mit Vordienstzeiten dann zu der sechsten Urlaubswoche zu kommen. Ich denke, wir sollten gemeinsam mit der Bundesregierung darüber nachdenken, dass wir einen leichteren Zugang ermöglichen, so wie es in Wirklichkeit auch schon die Beamten haben. Und ich sage gleich, eine gute Sache. Es geht nicht darum, ob man ihnen was neidig ist oder wegnehmen möchte. Aber dort gibt es ab dem 43. Lebensjahr. Und für eine Friseurin, für einen Elektriker, für einen Installateur würde es nicht gelten. Ich glaube, hier müssen wir für Gerechtigkeit sorgen. Das heißt, Sie laden Bundesregierung und Wirtschaftskammer jetzt zum großen Urlaubsgipfel ein? Wäre eine Möglichkeit, ja. Zumindest würde ich gerne mit beiden diese Diskussion führen, ja. Mhm. Jetzt warnen Sie, also Sie als Person, aber auch die Arbeiterkammer und auch andere Arbeitnehmervertreter ja massiv davor, dass diese Bundesregierung Arbeitnehmerrechte beschneidet, beschränkt. Ist das wirklich so oder ist das nicht ein bisschen Panikmache? Ich glaube, viele Gesetzesnovellen, die jetzt passiert sind, zeigen schon, dass die Bundesregierung viele Maßnahmen setzt, die wirklich einseitig für die Unternehmerseite da ist. Es fehlen uns schon Maßnahmen auf Seiten der Beschäftigten. Und daher können wir das schon sagen. Das heißt, wo sind die Maßnahmen auch im Arbeitszeitgesetz? Zeigen Sie mir eine einzige Passage in dem neuen Gesetz, das jetzt auch schon ab September gilt, die einen Vorteil für die Beschäftigten bringt. Und wenn wir Überschriften lesen, wo es darum geht, wir haben es geschafft, lange gekämpft, wir haben jetzt eine 4-Tage-Woche, auch da muss ich leider entgegnen, die gibt es seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren gibt es die Möglichkeit, wenn der Arbeitgeber zustimmt,
dass ich in 4 Tagen meine Arbeitszeit erreiche. Und auch in dieser Zeit ist es möglich, auch mit Einzelvereinbarung, oder war es auch schon möglich seit langem, dass man 12 Stunden arbeitet. Also das wäre alles schon möglich, wenn der Arbeitgeber zustimmen würde. Und das gilt auch bei diesem Gesetz jetzt. Das heißt, einseitig zu sagen, super, wir haben jetzt eine 4-Tage-Woche, was für viele sicher positiv zu sehen ist, gibt es nicht. Es muss immer der Arbeitgeber zustimmen. Und ich denke, wir alle wissen, dass der Arbeitgeber immer am längeren Arm sitzt. Jetzt, Sie haben den 12-Stunden-Tag jetzt schon angesprochen, der startet ja jetzt oder kommt jetzt schon ab 1. September. Ja. Das wurde in einer ziemlichen Blitzaktion von der Bundesregierung letzte Woche auch im Parlament durchgepeitscht. Wie wollen Sie das jetzt noch verhindern? Kann man das überhaupt noch verhindern, das Gesetz, wie es jetzt mal beschlossen ist? Als Arbeiterkammer werden wir uns alle Fälle ansehen, die jetzt wahrscheinlich vermehrt in unserer Rechtsabteilung auftauchen werden. Wir haben jetzt schon viele Fälle, wo Überstunden nicht bezahlt werden. Ich habe erst heute Morgen ein Mail bekommen von jemandem, der lange über das Erlaubte hinaus gearbeitet hat und das Unternehmen gemeint hat, sie brauchen eben so flexible Arbeitnehmer. Jetzt ist er etwas älter geworden, schafft es nicht mehr, war länger im Krankenstand, und das Danke für diese Zeit, die er da verbracht hat in der Firma, war dann die Kündigung. Jetzt pocht die Bundesregierung ja darauf, dass es eben eine Freiwilligkeit gibt, dass das auch im Gesetz verankert ist. AK und ÖGB sehen das ja grundsätzlich anders. Wie kann, weil das sind natürlich auch viele Seher- und Leserfragen, die uns reichen, wie kann ich mich denn als Arbeitnehmer dagegen wehren, wenn mir der Chef sagt, jetzt arbeitest du einmal 12 Stunden, weil, wie Sie gesagt haben, das sage ich wahrscheinlich einmal nein, zweimal nein, vielleicht dreimal, aber beim 4. Mal muss ich mir wohl einen neuen Job suchen, oder? Genau so ist es. Ich wüsste nicht, wie man sich anders wehren kann. Ich sage es noch einmal, freiwillig im Gesetz gibt es in Wirklichkeit nicht. Es ist immer eine Vereinbarungssache, vor allem wenn es um die Arbeitszeit geht. Und es wird schon die einen Unternehmen gehen, das sind ja nicht lauter böse Unternehmen unterwegs, die wirklich sich um ihre Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Sorgen machen. Die Frage ist nur, wenn 2, 3 Betriebe auf das aufspringen, dann wird es einen Konkurrenzkampf geben und dann werden andere mitziehen müssen. Wir haben Meldungen, wo uns Beschäftigte sagen, angeblich hat der Arbeitgeber gesagt, er kann sich von 2 Beschäftigten dann trennen, denn mit 12 Stunden kann er den Betrieb halt mit weniger Beschäftigten aufrechterhalten. Das sind alles Maßnahmen, die wir sehr gut im Auge behalten werden und sehen, was daraus wird. Jetzt hat der ÖGB ja auch Kampfmaßnahmen angekündigt, auch über den Sommer. Es soll Nadelstiche geben. Was für Kampfmaßnahmen können Sie sich denn da vorstellen? Sie waren ja selber auch lange im ÖGB, also Sie wissen, wie die Gewerkschaft tickt. Was ist da zu erwarten? Ich denke, es gibt Betriebsversammlungen, die wahrscheinlich in einigen Betrieben weiter aufrechterhalten bleiben. Und ich sage es noch einmal, wir werden uns ganz genau die Fälle ansehen, die wir bis dato haben. Und wir werden schauen, welche Auswirkungen für euch gesundheitlich auch diese 12 Stunden haben. Was der ÖGB im Detail plant, muss ich jetzt ehrlich sagen, das müssen Sie auch den ÖGB fragen. Aber ein Streik wäre für Sie auch ein probates Mittel hier? Ich glaube, das Nächste, wo es wahrscheinlich eher zu harten Diskussionen kommen wird, wird im Herbst die Lohnverhandlung sein. Und genau, was dort rauskommt, das wird dann das Ergebnis sein, was passiert. Und heißer Lohnherbst. Genau, ein heißer Lohnherbst. Und schlussendlich würde ich mal sagen, nichts ist ausgeschlossen. Okay, also ein Streik ist Ihrer Meinung nach nicht ausgeschlossen? Das war noch nie ausgeschlossen. Das ist immer das, was wir als letzte Maßnahme sehen. Das sehe ich auch so. Man wird versuchen, in eine Diskussion zu kommen. Wir werden schauen, wie schauen die Lohnverhandlungen aus. Kann man über diese Kollektivvertragsverhandlungen im Bereich für die Beschäftigten etwas noch lukrieren, und dann wird man weitersehen. Jetzt haben Sie schon gesagt, Streik selber ist ein ÖGB-Thema, kein AK-Thema, nein. Aber die Klagen sind natürlich etwas, was die Arbeiterkammer ja auch forciert. Können Sie sich da auch Sammelklagen vorstellen, dass man eben dann einmal gemeinschaftlich hier vorgeht gegen dieses Gesetz? Die werden unterschiedlich eintreffen bei uns. Wir werden uns genau ansehen, ob es mehrere Klagen geben wird, von denen ich im Moment ausgehe. Die Problematik ist, und das wissen wir halt auch alle, dass Beschäftigte im aufrechten Arbeitsverhältnis ganz selten bis gar nicht klagen gehen. Denn wer will seinen Job verlieren? Und ich sage es noch einmal, ich habe es an mehreren Stellen schon gesagt, dort, wo es um qualifizierte Spitzenfacharbeiter geht, wird es weniger Probleme geben. Es gibt aber viele
angelernte Kräfte, wo man sagt, da wird es eher eine heikle Situation werden. Und wir haben nach wie vor noch über 400.000 Arbeitslose. Und meines Erachtens wäre es doch überlegenswerter, mehr Menschen in Beschäftigung zu kriegen, als jene Menschen, die in Beschäftigung sind, länger arbeiten zu lassen. Mhm. Was derzeit auch zur Diskussion steht, ist ein Volksbegehren gegen den 12-Stunden-Tag, auch als erster Schritt, um dann vielleicht eine Volksabstimmung zu erzwingen oder die Bundesregierung zu überzeugen, eine solche durchzuführen. Jetzt hat die SPÖ schon gesagt, sie wird das als Partei nicht machen. Das müsste aus der Zivilgesellschaft kommen oder von einer überparteilichen Organisation. Da würde sich ja eigentlich die Arbeiterkammer vielleicht gemeinsam mit dem ÖGB ideal dafür eignen. Können Sie sich vorstellen, ein solches Volksbegehren gegen den 12-Stunden-Tag zu starten? Ich glaube, es muss ordentlich durchdacht werden. Aber wenn wir so ein Volksbegehren unterstützen, dann kann es nur ein überparteiliches Volksbegehren sein. Es geht hier um die Rechte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und innerhalb der Arbeiterkammer sind wir auch über die Parteigrenzen hinweg hier einer Meinung, das muss man offen und ehrlich sagen. Wir haben auch beim letzten Bundesarbeiterkammertag eine Resolution gegen den 12-Stunden-Tag beschlossen. Und hier hat auch ein Kollege der Freiheitlichen mitgestimmt, aber vor allem sind wir mit ÖAB und FCG hier einer Meinung, hier geht es wirklich die Rechte der Beschäftigten zu schützen. Daher würde ich es begrüßen, wenn es so etwas gibt, dann überparteilich. Wenn es die Arbeiterkammer startet, wäre es ja überparteilich. Wir werden es nicht starten, ich sage es ganz offen und ehrlich. Wir sind jene, die unterstützen, wenn es gestartet wird, aber die Arbeiterkammer wird es sicher nicht inszenieren. Okay. Wie ist es denn derzeit mit der Sozialpartnerschaft? Wie steht es denn um die Sozialpartnerschaft in Österreich? Bei diesem Gesetz wurde die Sozialpartnerschaft, muss man sagen, ja ziemlich außen vor gelassen. War das so der erste Schritt hin zum Ende der Sozialpartnerschaft? Ich denke, man kann nicht, wenn es eine große, wie soll man sagen, Diskussion jetzt gibt, wo man nicht einer Meinung ist, ob es ein Ende einer Sozialpartnerschaft ist. Ich weiß, das wollen viele hören und das wird auch gerne so medial oft uns mitgeteilt. Wir haben jetzt ein Treffen gehabt, wir haben abgewartet, bis der letzte Präsident der Sozialpartner gewählt ist, in dem Fall der ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Es hat ein Treffen stattgefunden, wo sehr positive Gespräche stattgefunden haben. Wir werden über Sommer einiges ausarbeiten und werden uns im Herbst wieder zusammentreffen. Und ich denke, wie sagt man so schön immer, wenn man wegen einem Krieg in der Ehe sich gleich scheiden lassen müsste, dann hätten wir noch mehr Scheidungen. Ich glaube, wir haben jetzt ein Thema, wo wir wahrscheinlich nicht einer Meinung sind. Das heißt aber sicher, für mich heißt es nicht das Ende der Sozialpartnerschaft. Führten Sie eigentlich um den sozialen Frieden in Österreich? Wenn die Bundesregierung vergisst, dass sie auch auf die Beschäftigten in dem Land schauen sollte, wenn sie vergisst, dass sie auch eine Verantwortung für die Beschäftigten im Land hat, dann ist schon der soziale Frieden in Gefahr. Jetzt hat die Bundesregierung ja auch in ihr Regierungsprogramm eine Kürzung der Beiträge für die Kammern, auch für die Arbeiterkammer, hineingeschrieben. Was würde denn das für die Arbeiterkammer bedeuten? Für die Arbeiterkammer würde es bedeuten, dass wir viele Leistungen nicht mehr den Beschäftigten anbieten können. Es ist bekannt, dass wir mehr als 2 Millionen Beratungen im Jahr haben. Das heißt, die Arbeiterkammer wird gebraucht, die Beschäftigten kommen zu uns, weil ich glaube nicht, dass jemand in die Beratung kommt, der kein Problem hat. Das heißt, wir sind auf der Seite der Beschäftigten. Die Beschäftigten sagen uns auch bei dem Dialog, den wir geführt haben, dass sie zur Arbeiterkammer stehen. Das heißt, für den Einzelnen würde es kaum etwas bringen, sage ich ganz offen und ehrlich, was die Bundesregierung vorhat. Für die Arbeiterkammern würde es eine massive Schwächung sein, nämlich Schwächung der Leistungen für die Beschäftigten. Wie wollen Sie dagegen vorgehen, wenn die Bundesregierung das umsetzt? Wir haben eine Dialoginitiative geführt von März bis Ende Mai. Wir haben mehr als 1 Million Dialoge geführt, Straßenaktionen, bei vielen Veranstaltungen, bei Versammlungen. Wir haben als 300.000 Antwortkarten zurückbekommen, wo eindeutig klar herauskommt, dass die Beschäftigten zur Arbeiterkammer stehen. Und ich sage auch an dieser Stelle, wir sind ganz alleine den Beschäftigten verantwortlich, nämlich die Arbeiterkammer auch finanzieren und nicht der Bundesregierung. Das haben wir. Wir haben ein Zukunftsprogramm gemacht, ein neues Zukunftsprogramm für die nächsten Jahre, gemeinsam mit allen Bundesländern, mit allen Kammerpräsidenten. Wir haben dies auch der Bundesregierung zugeschickt. Das ist das, was die Antwort auf die Anliegen der Beschäftigten draußen, die sie uns in die Antwortkarten mitgeteilt haben. Das ist unser Auftrag, wo sie Verbesserungen sich wünschen von der Arbeiterkammer. Das sehen wir als unseren Auftrag. Den erfüllen wir mit neuen Leistungen ums gleiche Geld.
Frau Präsidentin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich hoffe, dass wir Sie noch öfters hier begrüßen können. Würde mich freuen. Ja, wir vielen machen Dank. Eine ganz kurze Pause und dann sind wir gleich zurück. Und dann geht es bei uns weiter mit einem ganz anderen Thema, nämlich mit Fußball, Fußball-WM. Wir haben die Highlights des Halbfinalkrachers England gegen Kroatien für Sie.